Willkommen in Ihrem Glas. Habt ihr vielleicht gerade schon gehört, liebe Leute. Vielen Dank wieder fürs Reinschalten zu einer neuen Runde vom LS22 auf dem friesischen Marsch. Unterwegs zum nächsten Feld. Wir müssen noch wahnsinnig viel mulchen. Auch das kleine, die kleinen Felder da außen auch beide bestimmt, ne? 80, 81. Aber erstmal fahren wir jetzt im richtigen Feld. Also, das andere sind auch richtige Felder, aber die Größe ist halt, ne? Überschaubar. Nebenbei verkaufen wir noch wieder Holz. Ich meine, so zwei Ladungen schaffen wir ja ungefähr pro Folge. Vielleicht mal drei Ladungen, aber müssen wir mal gucken. Und hier müssen wir jetzt den 59-Mulchen-Kurs haben. Der ist es. Das war zurück. Ich weiß nicht, wo ist erster Wegpunkt? Achso, da oben. Muss ja mit dem Gerät auch mal wieder ein bisschen was schaffen, ne? Wenn ich die ganze Zeit mich nur um Holz kümmere und den hier stehen lasse, dann passiert da natürlich auch nichts. So, erster Wegpunkt. Wie lange brauchen wir jetzt ja gar? 40 Minuten. Okay. Ich würde sagen, gibt uns ein bisschen Zeit. Ein paar andere Kleinigkeiten mal zu erledigen. Weil noch ist hell genug. Ich muss den Monat jetzt noch nicht wegspulen. Wir gucken jetzt gleich nochmal, ob wir oben für Produktionsinfo noch was erledigen können. Ansonsten würde ich das mit der Silage nochmal ein bisschen in Angriff nehmen wollen. Dass wir den Fütterungsroboter bei den im Rinderstall auf jeden Fall wieder auffüllen. Schnell umrunden. Ich weiß nicht, ob der Holzauto rechtzeitig zum Stehen gekommen wäre. Aha, da ist die Netzrolle wieder am Start. Ich meine, jetzt spiele ich ja doch schon wieder. Aber gut, ich spiele halt langsam, ne? Den kann da auch. Ah ne, warte. Düngerproduktion. Gut, ja, abladen und dann gucke ich einmal, ob wir Diesel haben, nachdem der Inhalt gespeichert wird. Ich habe sogar noch Inhalt hier, Leute. Prost! Gibt's ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht. Das 10.000 in der Raffinerie, das würde meiner Meinung nach reichen für den Komposter. 10.000 Liter kommt der Komposter ja schon ein bisschen zurecht. Wenn das nur nebenbei automatisiert schicken, damit wir uns um andere Sachen schon mal gucken können zumindest. Hier Raffinerie Schweinefutter. Möglicherweise mit Diesel da und dann Richtung Komposter mit der ganzen Chose. So. Gerade wird wieder Holz verkauft. Kompost abladen, Komposter füllen. Ungefähr in der Nähe. So, dann wollte ich jetzt nochmal gucken, haben wir Tomatoes? Haben wir. Das XL-Gewächshaus hat 12.000. Im Zentrallager ist eine Palette und Gewächshaus 1 hat auch 6.000. Ja. Ja. Hm. Denn lieber doch die Silage-Geschichte.
Wieder knapp 80.000 mehr. 1 Million, liebe Leute. Das Geld für Terraforming, für Fische ist am Start. So, das könnte noch irgendwas da oben machen. Das meiste haben wir sonst halt auch einfach nicht mehr. Mineralfutter wollte ich nochmal einkaufen, ne? In Palettenform ausnahmsweise. Weil wir Geld sparen müssen aktuell. Gute Nacht, danke fürs Reinschalten. Gab's gar nicht, gab's nur Paletten, ne? Diese gelben, oder was war das noch? Ja, Mineralfutter, genau. Genau, die sind das. Ja, so teuer sind die nicht. Also wenn wir da jetzt irgendwie 20 Stück von kaufen, haben wir auch genug, bis wir selber die Futter XL haben und selber unser eigenes Mineralfutter herstellen können. Fuhrpark? Was hat das mit Fuhrpark zu tun, weil ich jetzt ohne eine Palette gekauft habe? Ich sage, die Errungenschaften, ne, die werden uns noch ein bisschen begleiten. Ja, jetzt haben wir einen Backdurchbau. Mit ihm auf einmal nicht. Das gleiche, dass man den da nicht trifft. Jetzt geht's wieder. Der hat sich irgendwie ganz komisch auf einmal so eingedreht. Guten Namen und Moin, danke fürs Reinschalten. Das reicht schon hier, ne? Das reicht schon. Ich wollte die Liste nur ein bisschen kürzer machen. Dann haben wir es auch am Sonntag, werden wir ja wahrscheinlich wieder tippen, wie viele weitere nach der Nacht stehen. Ist ja gut, wenn ich die Liste noch ein bisschen kürzer mache, ne? Damit nicht gleich der erste Bedarf, der reinkommt, dann drin steht. Wie gesagt, Kompost Diesel machen wir noch. Mineralfutter machen wir hier noch. Ei und so, das haben wir erst nach der Nacht wieder genug. Ja, wie gesagt, diese drei Tomatenpaletten lohnt auch nicht so richtig. Netzrolle haben wir halt jetzt auch erst höchstens wieder, weiß ich nicht, vielleicht 1000 produziert. Aber wir haben heute schon 900.000 mit Holz verkauft. Ne, das stimmt ja gar nicht. Ich habe ja auch. Ja doch. Das Holzbretter kann man ja auch zu Holz zählen. Also 900.000 mit Holz haben wir heute schon verdient. Getreideimport ist ja auch durch, ne? Sehe ich gerade oben. Wir haben auch Soja eingekauft, ne? So, da wären wir. Ja, hier kann nämlich auch gut mit Silage gleich gefüllt werden.
So, das reicht erstmal für ein paar Tage. Dann sollen wir mal schauen, wie wir das hier vorne machen. Platz 8. Der Johnny. Müssen wir den erstmal wieder nach vorne wuchten, ne? Den haben wir ja schon mal so ein bisschen. Und dann hatte ich doch da einen Autodrive-Parkpunkt eingerichtet. Und so musste der eigentlich nur hier rumrotieren. Ja, der Holzauto müsste jetzt gleich wieder da sein, dann können wir die nächste Portion einmal füllen. Haben wir die Zwischenzeit aber ganz gut genutzt. Na, Pascal, kurz hinter. Echt der Johnny. So, ja, wechseln wir wieder so, geht schneller. Das da. Also, jetzt brauchen wir, jetzt muss ich mal gucken. Sind wir Standard hier oben drin? Ach, ist ja nicht Standard, ich muss erst nach oben scrollen. DGA. Genau, XL, S1 leeren ist das. Dann soll ein Rinderhof. Fütterungsroboter, Futterroboter laden. Fütterungsroboter. Mit Lash. Oder. Das müssen wir noch anschalten. Da liegt auch immer noch Schnee, ne? Da wird auch nicht weggehen. Schmilzt nicht mehr. So ist er an. Warte eine Minute. Zwischenzeit, das kann ich dann noch. Genau, wir gucken, wie viel Netzrolle wir jetzt haben. Netzrolle. 1200. Das hilft uns alles erst nach einer gespulten Nacht weiter, ne? Vorher ist es alles, ne? Das ist halt so, wenn man auf einmal zwei, drei Produktionen hat, die Netzrollen brauchen, es bisher aber keine Netzrolle gab, dann hat man natürlich ein bisschen Lieferschwierigkeiten, ne? Ja, passt doch, guck. Perfekt. Gut, gut. Das macht er. Wir sind hier wieder. Die nächsten 80.000 einsammeln. So, ja, machen wir als nächstes. Ich sammle nur schnell mal Holz. Dann gucken wir noch, Getreideimport können wir abschalten. Muss er nicht die ganze Zeit an sein, kostet ja nur sinnlos Geld in der aktiven Stunde. Obwohl er nicht aktiv ist, weil es kann nicht mehr importiert werden. Geld ist alle. Jetzt hier liegt ja mindestens noch eine Portion sogar. Schlimmeres. Vielleicht machen wir heute noch die Terraforming-Geschichte. Dann können wir auch am Sonntag auf jeden Fall schon mal irgendwie eine Fischfabrik platzieren und die in Betrieb nehmen. Das ist natürlich auch, dass wir immer weniger Rohstoffe haben, die wir verhökern können, aber ist so.
Getreideimport. Ich habe mir Soja eingekauft und Soja geht dann zur Ölmühle. Öl. Dreißigtausend warten hier immerhin. Ja, genau. Das Stück Wald gehörte mir schon. Das habe ich ja gekauft, als ich das Feld da unter hatte, 53, ne? Als ich das hier größer gemacht habe, habe ich ja dieses Stück Wald hier gekauft. Und dieses ganze Stück sozusagen mache ich gerade platt. Im Hinblick darauf, dass wir ja wahrscheinlich und ne, Feld 52 kaufen werden mit erntereifem Hopfen oder so im nächsten Monat oder Vorstufe dann. Und dann brauchen wir auch noch den Wald und dann kann man das Feld auch noch vergrößern im Winter oder Frühjahr oder wie auch immer. Ja, wobei ich habe mir ein bisschen überlegt jetzt gerade so ein bisschen. Eigentlich müsste ich tatsächlich erst die Marmeladenfabrik machen, damit ich oben Bedürfnisse rauskriege, die halt nerven, ne? Wenn ich jetzt einen Fischer platziere, kriege ich die Bedürfnisse nicht oben. Also einen Fischer hier, die Fischfabrik platziere, kriege ich jetzt nicht unbedingt die Bedürfnisse oben raus, die da nerven. Sprich Apfelmus und Erdbeermarmelade. Wir hätten aber beides, um es zu Marmelade oder Apfelmus zu machen. Die Produktion ist aber natürlich ein bisschen teurer. Das Land gehört uns aber schon. Hätte ich jetzt kein Terraforming betrieben, in Vorbereitung auf die Fischfabrik, hätten wir das Geld gehabt. Leider schade. Meine Tochter würde sagen, schade Marmelade. Passend zum Thema. Schade Marmelade. So. Ah, schlecht. Den ganz hin. Warum ist er nicht so tief? Hat er sogar das, hat er weggemulcht, ne? Ja, habe ich einen Standard, habe ich dummerweise einen Standardhelfer eingesetzt, krass. Statt Play zu drücken für irgendwas. Das kann ja nicht sein. Nee, der hat auch schon geschafft, das macht keinen Sinn. Das war irgendwie... Das war wahrscheinlich diese Macke, als ich da am Shop stand und am Auffüllen war. Das hing, glaube ich, miteinander zusammen. Olli, danke dir. Angenehme Nacht. Vielen Dank für Support. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Genau, hier haben wir jetzt ein bisschen Diesel für den Komposter. Ah, dann klappst du der Holz. Ja, hier können wir auch demnächst nochmal rüberwuchten, dann kriegen wir das Silo auch leer. Wieder Geld.
Das hat ja auch ein paar Ingame-Tage gedauert, bis es mit dem Crushed-Eis sich erholt hat oder gepasst hat mit der Versorgung. Den Glasscheiben auch, haben wir ewig lange immer oben in der Liste gehabt, bis das mal raus ist. Es wird auch nach der Nacht bestimmt wiederkommen, aber wie jeden Tag, mit jedem Ingame-Tag verschieben wir die Grenze ein bisschen weiter nach hinten. Aber die Folgengrenze schieben wir heute nicht weiter nach hinten, von daher, ne, das Folgenende. Gerade jetzt nochmal mit den knapp 80.000, die wir aufs Konto gekriegt haben, sind wir bei 1.098.000. In der nächsten Folge sammeln wir noch den Rest da aus dem Wald ab und gucken, dass wir vielleicht noch eine Portion mehr schaffen. Mal schauen. Genau. Machen wir das. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Vielen Dank. Und tschüss.